Habt ihr euch jemals überlegt, was es eigentlich bedeutet, wenn einer sagt, der Stern ist aber hell? Na klar, das bedeutet zuerst einmal, dass da ein Stern hell leuchtet. Ist doch logisch. Aber es bedeutet auch, dass es rund um diesen Stern ziemlich dunkel sein muss. Denn sonst würde man ihn ja gar nicht leuchten sehen, oder? Wenn man also sagt, der da hat eine große Nase, dann heißt das auch, dass es jemand mit einer kleinen Nase gibt. Und wenn ein Berg besonders hoch ist, dann heißt das auch, die Täler ringsrum sind besonders tief. Laut und leise, schnell und langsam, schmal und breit, gut und böse. Alles hat sein Gegenteil. Und in der Weihnachtsgeschichte gibt es ganz besonders viel Licht. Alles glitzert und funkelt. Die Engel singen Gloria. Das Christkind wird von den heiligen drei Königen mit Weihrauch, Gold und Myrrhe beschenkt. Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und während die heiligen drei Könige dem Stern nach Bethlehem folgten, um das Christkind anzubeten und reich zu beschenken, gab es auch drei finstere Gesellen. Die folgten nicht dem Leuchten des Weihnachtssterns, nein, die wurden vom Glanz des Goldes angelockt, das da in der Krippe lag. Denn Mosche, Simeon und Gideon waren unbestritten die Könige der Diebe. Nichts war ihnen heilig und vor ihren langen Fingern war nichts sicher. Kurz gesagt, sie waren die scheinheiligen drei Könige. Unsere scheinheiligen drei Könige hatten eine richtige kleine Firma und natürlich einen eigenen Firmennamen. Gestatten, Gideon, mit G wie gierig. Und ich, Simeon, S wie schnell. Mosche, M wie mitleidlos. G, S, M, gierig, schnell und mitleidslos. Die Firma ihres Vertrauens. Stets zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Zur vollsten Zufriedenheit? Naja, wer ist schon zufrieden, wenn er beklaut wird? So wie heute, da war wieder Markttag in Jerusalem. Viel zu tun für unsere drei Diebe. Sie trafen sich schon im Morgengrauen, um die Lage zu besprechen. Aber zuerst
wurde mal rumgejammert. Naja, ihr kennt das ja. Leute, die Zeiten sind schlecht. Gestern erst griff ich einer armen Witwe in die Tasche. Was glaubt ihr, was da drin war? Was? Nur ein Schärflein. So wenig? Ja, wenn es eine Drachme gewesen wäre oder wenigstens ein Denar. Und sowas passiert dir in Jerusalem. Es sind schlimme Zeiten für Diebe wie uns. Ja, man hat's nicht leicht. Früher, da konnte man an einem einzigen Tag noch 30 Silberlinge verdienen. Und das bisschen, was übrig bleibt, das kassieren die Römer. Steuern. Kommt, wir holen uns das Geld, bevor das Finanzamt zuschlägt. Achtung, die Marktleute kommen schon. Verkleidung! Waren gekommen, Händler und Kunden. Es wurde gehandelt, gefeilscht, gelogen und betrogen, dass sich die Balken bogen. Kurz gesagt, es war Markttag. Doch dann betrat jemand den Marktplatz, den man hier nicht so gerne sah. Es war die Bettlerin. Was wollte die schon wieder? Soll sie doch abhauen, die kriegt doch eh nichts von uns. Ich hab kein Dach über dem Kopf und keinen Herd mit Suppentopf. Überall wirft man mich raus und lässt mich draußen stehen. Ich hab kein Dach über dem Kopf und keinen Herd mit Suppentopf. So ein Typ ist hier nicht gern gesehen. Kalt ist der Abendhauch, wenn die Nacht doch dann geschah etwas, was man selbst in Jerusalem noch nicht erlebt hat. Und das will schon was heißen. Die Käsefrau nahm ein ziemlich großes Stück Schafskäse und ihr bestes Schafsfell. Das schenkte sie der Bettlerin. Da, nimm, dann hast du was zu essen und du musst nicht mehr frieren. Ja, da hört sich doch alles auf. Der Hühnermann fühlte sich vergackeiert, die Kunden beschwerten sich. Wir haben alles mit unserem teuren Geld bezahlt. Und die Bettlerin bekommt alles geschenkt. Das ist doch ungerecht. Doch die Käsefrau erzählte, wie sie vor ein paar Tagen in einem Stall zu Bethlehem ein Kind in der Krippe gesehen hatte. Und seitdem hatte sie nur noch gute Gedanken. Und zu guten Gedanken gehört das Schenken nun mal dazu.
Zu diesem Kind seien drei Könige aus dem Morgenland gekommen, um es zu beschenken, mit Weihrauch, Gold und Myrrhe. So wertvolle Sachen schenkt man doch nicht jedem. Wie? Was? Hat da jemand Gold gesagt? Jetzt bekamen unsere drei Langfinger auch noch lange Ohren. Gold, Weihrauch, Myrrhe? Das klang alles ziemlich wertvoll. Und hatte die Käsefrau nicht Bethlehem gesagt? Dieses kleine Kaff mit drei Misthaufen und einer ständig überbuchten Herberge? Da müsste so ein Stall doch zu finden sein. Gerade wollte die Sonne untergehen und alle Händler packten ihre Sachen. Habt ihr das gehört? Liegt einfach so rum, nicht zu glauben. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Das ist uns so gut wie sicher. Auf nach Bethlehem. Leute, komm, wir brechen heute Nacht auf nach Bethlehem. 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 Weihrauch, Gott und Myrrhe, wir kennen uns in Bethlehem. 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 Bethlehem, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem, lei, 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 lei. Wir werden reich dort in Bethlehem, dann leben wir angenehm. Bethlehem, Bethlehem, kommt, wir leben angenehm, angenehm, angenehm. Unsere drei Diebe ahnten nicht, dass ihnen die Polizei schon auf den Fersen war, und so schlichen sie sich voller Vorfreude an den Wachen des Stadttores vorbei, bogen am Ölberg links ab und schlichen davon. Nach 2 Stunden Fußweg gelangten sie endlich nach Bethlehem, dem wohl langweiligsten Fleckchen Erde, das man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Hier passierte nie was Interessantes. So viel war schon mal sicher. Was gab's hier schon? Steine, Mist und blökende Schafe. Simeon dachte zwar für einen kurzen Moment, er hätte einen Engel fliegen sehen, aber das konnte auch ein Käuzchen gewesen sein. War auch egal. Die Diebe hatten jetzt Wichtigeres zu tun, als die Vogelwelt zu beobachten. So, Leute, da wären wir. Leise jetzt, die Arbeit ruft. Überall nur Schafsmist und Steine. Puh, hier stinkt's. Hey, da gibt's ja noch eine Firma. Was denn für eine Firma? Ja, da oben an der Tür steht's. CMB? Nee. CMB, CMB, was das wohl bedeutet? Keine Ahnung, CMB, vielleicht Zentrum für Molekularbiologie? Ist doch egal. Komm, mach schnell, bevor es hell wird. Ich geh. Bye. Doch weder Simeon noch Gideon brachten es übers Herz, ein Kind zu beklauen. Mosche war außer sich. Sie waren doch mitleidlose Diebe, nicht die barmherzigen Schwestern. Also ging er selbst auf Beutezug. Hey Simeon, da kommt ja schon wieder Mosche. Hey Chef. Wie war's? Ja, also Stall war nicht abgeschlossen. Kind schläft, Zeugs lag nur so rum. Der Sack ist prall gefüllt. Ja, war ein Kinderspiel. Aber jetzt schnell, wir müssen los, bevor wir entdeckt werden. Doch da rief jemand Halt. Oh weh, unsere Diebe waren umzingelt. Dort, wo die Dämonen wohnen, in dem finsteren Rattenloch, dort, wo böse Buben schmoren, dort landet ihr heute noch. Fort mit euch! La la la. Bei Ratten und bei Flöhen will es doch schlechter gehen, das werde ich.
So, nun wollte der Polizist sehen, was die drei geklaut hatten. Mosche reichte dem Polizist den Sack. Doch was für eine Überraschung. Statt Gold, Weihrauch und Myrrhe fand sich etwas ganz anderes da drin. Was ist denn das? Igitt, das ist ja eklig. Puh, und wie das stinkt. Tja, in dem Sack war kein Gold, kein Weihrauch und vor allen Dingen keine Myrrhe. Darin befanden sich nur Schafsmist und Steine, sonst nichts. Und das war nicht verboten. Mist und Steine zu sammeln, das durfte doch wohl jeder, oder? Alle staunten, nur Mosche musste scheinheilig grinsen. Ein Kind beklauen? Das würde ich doch niemals übers Herz bringen, was, Männer? Ja, ja, nö. Niemals, wir schwören. Schwöre, kein Kind beklaut. Kann ich. Überhaupt nicht. Niemals. Alle waren sprachlos. Alle, bis auf die Kamelfrau. Die hatte schon gleich eine famose Geschäftsidee. Steine und Mist, genau das, was ich brauche für meinen Acker und den neuen Anbau am Stall. Na, was ist der Preis? Ich kaufe euch den ganzen Sack ab. Das war ja eine Wendung zum Guten für unsere drei Diebe. Leute, sofort, wir brauchen ein Büro, um all die Aufträge zu bearbeiten. Wir können den Stall hier kaufen und umbauen. Wir expandieren. Ja, genau. Statt GSM, gierig, schnell und mitleidslos, heißen wir jetzt GSM, Großhandel, Steine und Mist. Aber da gibt es doch schon eine Firma, CMB. Stimmt. GSM? CMB? So viele Abkürzungen in nur einer Geschichte? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Weiß überhaupt jemand, was die Abkürzung CMB wirklich heißt? Kaspar, Melchior und Balthasar, rief die Käsefrau. Das sind auch drei Könige, aber die sind wirklich heilig. Also mir hat Zentrum für Molekularbiologie besser gefallen. Blöd, Mann!